Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, ich stelle euch heute das Spiel Orbis vor, die Messe-Neuheit 2018 aus dem Space Cowboys Verlag im Vertrieb von Asmodee. Das Spiel Orbis ist von Tim Armstrong für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Ich habe euch heute hier das Spiel mal für 2 Spieler aufgebaut. Bei dem Spiel für 2 Spieler werden Landschaftsplättchen aussortiert. Es werden nur 3 Götterplättchen statt 5 aufgebaut. Ansonsten ist der Spielablauf für 2, 3 und 4 Spieler gleich. Es gibt im Spiel verschiedene Landschaftsplättchen, mit denen wir unsere Welt bauen wollen. Hier zum Beispiel das Blaue, das sind Bewässerungsanlagen, dann rote Plättchen, Vulkane, grüne Plättchen für Wald, dann weiße, graue Plättchen für Tempel und dann noch die orangenen Plättchen, die entweder ein Dorf oder einen Bauernhof darstellen können. Weiterhin gibt es diese Plättchen in 3 verschiedenen Kategorien. Eine Einzelkategorie, mit der man auch anfängt. Danach kommen Plättchen der Kategorie 2. Das erkennt man hier an diesen 2 Sternen. Und zum Schluss des Spiels kommen dann auch noch Plättchen der Kategorie 3 mit den 3 Plättchen, die unterscheiden sich in den Kosten für das einzelne Plättchen. Weiterhin gibt es noch in diesen 5 Sorten Anhänger, sogenannte Anhänger, die verwendet werden zum Bezahlen. Einmal in Grün, Weiß, Orange, Rot und Blau. Ja, und dann noch diese Götterkarten, die man ganz zum Schluss auf seine Welt setzt, die dann noch Siegpunktbedingungen bringen können oder eventuell sofort Bonusse und Siegbedingungen. Ich versuche in Orbis eine Welt zu gestalten mit diesen Landschaftsplättchen. In der untersten Reihe müssen 5 Plättchen liegen, dann 4 Plättchen, 3 und 2 und ganz zum Schluss, je nachdem für was für eine Gottheit ich mich entscheiden habe, für den Götter ich mich entschieden habe, kommt dann im letzten Zug, in der letzten Runde noch die Gottheit oben drauf. Danach kommt dann eine Entwertung. Diese Plättchen müssen natürlich nach einem bestimmten Regelwerk angelegt werden, was ich jetzt dann erklären werde. Wenn ich an der Reihe bin, darf ich mir hier eins von diesen 9 Landschaftsplättchen aussuchen. Ich muss beachten, dass jedes Plättchen eventuell etwas kosten kann. Ich erkenne dies hier oben an der obersten Kante. In diesem Fall würde dieses Plättchen nichts kosten, aber es gibt auch Plättchen, da muss ich mit dementsprechenden Anhängern hier bezahlen. Diese Bezahlung erfolgt aber erst am Ende meines Zuges. Ja, ich darf also ein Feld mir aussuchen, ein Plättchen mir aussuchen. Zum Beispiel könnte ich mir hier ein kostenloses Plättchen hier aussuchen. Das wäre jetzt zum Beispiel dieses hier, kostet nichts.
Das lege ich einfach vor mich hin, muss ja dafür nichts bezahlen. Als Bonus bekomme ich in dem Fall schon mal zwei orangene Bläschen. Ich muss aber, bevor ich mir das Bläschen nehme, waagrecht und senkrecht angrenzend an waagrecht oder senkrecht angrenzende Blättchen die dementsprechenden Anhänger von dieser Farbe legen. Also in dem Fall kommt hier und hier ein orangenes, kommen zwei orangene Anhänger drauf. Dann nehme ich mir das Blättchen und lege es vor mich hin. In meinem nächsten Zug, gleichzeitig anschließend wird auch gleichzeitig aufgefüllt. In meinem nächsten Zug kann ich mir überlegen, was ich anlege. Solange ich nicht mindestens zwei Landschaftsflächen nebeneinander gelegt habe, darf ich auch nicht ein Plättchen oberhalb legen. Gleichzeitig muss ich auch beachten, Anlegeregel beachten, dass man nur dort ein Plättchen anlegen kann, wenn unterhalb ein Plättchen die gleiche, mindestens eine Farbe hat. Also kann ich auch im zweiten Zug nur in die unterste Reihe legen und da nehme ich hier mir mal dieses Rote. Wie ich eben schon gesagt habe, bevor ich ein Plättchen nehme, muss ich erst schauen, kann ich es bezahlen am Ende meines Zuges? Kann ich es anlegen? In dem Fall kann ich nur in die unterste Reihe legen und ich muss jetzt auf die angrenzenden Plättchen die dementsprechenden Anhänger der Farbe, also in dem Fall Rot, legen. Gleichzeitig würde ich jetzt hier auch noch zwei rote Anhänger bekommen. Wird gleichzeitig aufgefüllt auch wieder nach meinem Zug. So, und jetzt in der dritten Runde hätte ich jetzt schon die Gelegenheit, auch ein Plättchen in die nächste Ebene zu legen. Das kann ich hier mit diesem Orangenen, weil ich schon in der unteren Ebene ein orangenes Plättchen liegen habe. Die Bezahlung, wie gesagt, eines Plättchens erfolgt am Ende des Zuges. Das erkläre ich jetzt gleich. Ich entscheide mich also hier für dieses Plättchen und lege jetzt auf die angrenzenden Landschaftsplättchen waagrecht oder senkrecht ein orangenes. Ich darf mir dieses Plättchen jetzt nehmen. Liegen auf einem Landschaftsplättchen schon Anhänger, darf ich mir die jetzt nehmen und dann darf auch damit schon bezahlen. Also ich habe die Anlegeregel befolgt. Ich habe mindestens ein gleichfarbiges Plättchen unterhalb von mir, habe blau und rot an Anhängern, die lege ich zurück und darf damit auch ein Plättchen legen. Dann wird wieder aufgefüllt. Kann ich einmal ein Plättchen nicht legen? Zum Beispiel dürfte ich ja jetzt hier dieses blaue Plättchen, wenn ich das blaue Plättchen nehmen wollte, nur hier in die unterste Reihe legen. Da ist es egal, wie die angrenzenden Felder sind. 5 Stück. Möchte ich das jetzt hier anlegen, dann dürfte ich es ja nicht, weil kein blaues Plättchen hier unten ist. Dann darf ich das Plättchen rumdrehen und dann ist das im Prinzip ein Joker-Plättchen und kann das jetzt sagen, das ist ein gelbes oder ein rotes Plättchen. Kostet mich allerdings am Ende des Spiels ein Minuspunkt. Ziel des Spiels ist es, durch das Anlegen von Plättchen Siegpunkte zu erhalten, die hier als Bedingungen, als Eigenschaften von diesem Plättchen gelten.
wenn ich es erfüllt habe. Also in dem Fall hier ein Siegpunkt oder in dem Fall zwei Siegpunkte. Am Ende des Spiels werden diese Siegpunkte zusammengezählt und dann noch zusätzlich die Siegpunkte der Gottheit, der Götter, die man da verwendet hat. Und wer dann am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ich werde jetzt mal ein paar Runden spielen. Zwei Spieler spielen. Normalerweise fängt also der jüngste Spieler an. In meinem Fall entscheidet einfach mal der linke Spieler fängt an und darf sich jetzt ein Landschaftsplättchen aussuchen. Das sind alles Plättchen bei diesem Spiel, die noch nicht kosten. Ich suche mir hier dieses Plättchen in der Mitte aus. Dadurch kommen jetzt waagrecht und senkrecht angrenzend auf die Landschaftsplättchen rote Anhänger. Ich nehme mir das Spiel, das Plättchen, kriege noch zwei Anhänger dazu und ein Plättchen von der Einzelkategorie wird nachgezogen. Das war schon mein Zug. Der nächste Spieler, der zweite Spieler ist an der Reihe. Er sucht sich dieses weiße Plättchen aus, verteilt zwei weiße Plättchen. Er darf sich das Plättchen nehmen, bekommt auch gleich ein rotes, weil es schon drauf liegt, und legt das in die unterste Reihe seiner Welt. Aufgeführt mit dem letzten der Einzelkategorie. Hier ist das erste Plättchen, was jetzt was kostet, ein blaues und ein rotes. Ich kann im Spiel drei gleiche Anhänger von einer Sorte umtauschen in eine andere Farbe. So. Blau haben wir noch nicht. Er sucht sich mal hier dieses Orangene in der Mitte aus. Also kommen wieder jeweils ein Orangenanhänger auf waagrecht und senkrecht angrenzende Plättchen. Er nimmt sich das, bekommt dafür ein Weiß und legt es in die unterste Reihe links oder rechts angrenzend an. Dann fangen wir jetzt hier schon im Zweierspiel mit der Kategorie 2 an. Die Eigenschaften der Plättchen erkläre ich dann immer, wenn ich sie nehme. Also hier war es immer nur Anhänger nehmen. Der rechte Spieler ist an der Reihe. Der rechte Spieler nimmt sich hier unten mal das Blaue, muss also hier oben ein blaues und hier rechts ein blaues anlegen, das Plättchen und auch diesen weißen Anhänger. Dann wird wieder aufgefüllt. Ich habe hier gerade, sehe ich gerade, ich kriege hier durch die Eigenschaft des Blauen, kriege ich also auch noch zwei blaue zusätzlich. Ich hatte ja gesagt, wir müssen schauen im Laufe des Spiels, dass wir Plättchen uns nehmen, die als Eigenschaft schon Siegpunkte
haben. Deswegen nimmt sich dieser Spieler mal hier, möchte dieser Spieler dieses Plättchen sich nehmen. Er kann es bezahlen, ne, weil er ein rotes und ein weißes hat. Dadurch, dass er sich dafür interessiert, kommen jetzt auf waagrecht und senkrechte Plättchen jeweils blaue Anhänger. Er nimmt sich das und wird jetzt hier das mal anlegen. In diesem Fall ist jetzt leider so, dass die Eigenschaft dieses Blättchens man nur dann erfüllt, wenn ausgehend von diesem Blättchen, da wo dieses blaue Blättchen liegt, man unterhalb dieses Blättchens ein rotes liegen hat. Ne, das wäre jetzt also in so einem Fall okay, aber da ja unterhalb von diesem blauen kein blaues Blättchen ist, darf er leider dieses Blättchen nicht legen. Und da er das jetzt schon weiß, dass er dieses Feld, diese Eigenschaft dieses Blättchen nicht erfüllen kann, diese zwei Siegpunkte, gibt es hier sogenannte Nicht-Erfüllungsblättchen. Und er deckt sich, muss sich jetzt hier diese zwei Siegpunkte zudecken. Also man muss beim sie aussuchen des Blättchens schon darauf achten, kann ich denn dieses Blättchen überhaupt legen? Er kann es natürlich, weil in der untersten Reihe die Farben egal sind, aber um diese zwei Siegpunkte zu bekommen, hätte er ja jetzt hier oben drüber legen müssen, das konnte er nicht. Jetzt wird hier wieder aufgedeckt und der nächste Spieler ist an der Reihe. Der Spieler wird jetzt dieses Plättchen hier nehmen. Das möchte er hier neben dran legen. Da kommen jetzt hier drei von diesen Orangenplättchen hin. Er kriegt dieses Plättchen, darf sich den Anhänger nehmen und kriegt auch noch zusätzlich einen orangenen Anhänger, weil er hier diese Eigenschaft hat. Wird wieder aufgedeckt. Und der Spieler ist an der Reihe. Ja, da er, der hat noch nicht so viele, er wird jetzt mal hier dieses rote Plättchen nehmen. Das heißt, da kommen jetzt wieder waagrecht, senkrecht, angrenzend rote Anhänger drauf. Er kriegt dieses Plättchen. Das setzt er mal hier oben drauf. Er kriegt diese Männchen, diese Anhänger und kriegt auch noch zusätzlich 1, weil die Eigenschaft ist plus 1. Er darf jetzt hier in diese zweite Reihe bauen, weil 1 von den beiden unten liegenden Plättchen rot ist. Wird ersetzt. Dann kommt der Spieler. Der Spieler hat jetzt hier vorher ja dieses Orangen hier hingebaut, weil er nämlich gerne hier dieses Plättchen haben möchte. Dieses Plättchen hat das Orange, das heißt, da kommen orangene Anhänger hier oben drauf. Jetzt darf er sich dieses Plättchen nehmen. Die kommen in seinen Vorrat und er muss aber jetzt für dieses Plättchen blau und rot bezahlen. Das hat er. Und darf das jetzt hier oben anlegen. Er könnte es auch jetzt hier neben dran legen, aber er
möchte gerne das hier oben anlegen. Und durch dieses Anlegen des Blättchens hat er jetzt die Eigenschaften des Blättchens erfüllt. Er kriegt am Ende des Spiels einen Siegpunkt und darf sich hier eins von diesen farbigen Unendlich-Blättchen nehmen. Ab sofort braucht er keine roten Anhängersteinchen mehr, weil er ab sofort immer grün hat. Am Ende meines Zuges muss ich beachten, dass ich nicht mehr wie 10 Anhänger haben darf. Also in dem Fall hätte ich jetzt genau 10. Hätte ich mehr Anhänger, müsste ich die zurückgeben in den allgemeinen Vorrat. Ich könnte aber vorher natürlich noch, um das halt zu verringern, sagen, ich tausche die 3 blauen zum Beispiel in weiß und die 3 orangenen in grün und komme dann eventuell unter diese 10er-Marke und muss dann dementsprechend auch nichts wieder hergeben. Der linke Spieler ist an der Reihe und schaut mal, was er gebrauchen kann. Er versucht jetzt hier dieses Blättchen zu bekommen. Da muss er mal schauen. Ein blaues hat er, ein weißes hat er. Ein grünes fehlt ihm, aber da kann er hier diese 3 roten einnehmen. Also das kann er nehmen. Er kann es auch legen. Sodass also jetzt hier wieder geschaut wird und beziehungsweise gelegt wird, waagrecht, senkrecht, Anhänger in blau. Er wieder einen Fehler entdeckt, weil er dürfte zwar anlegen, aber um diese Siegbedingungen zu bekommen, muss mindestens ein grünes hier unten drunter liegen. Das hat er nicht. Also muss er sich jetzt erstmal ein grünes holen. Und dann nimmt er sich natürlich hier oben das Grüne, wieder 2 Anhänger in grün. Kostet nichts. Er darf sich die Anhänger nehmen und kriegt auch noch zusätzlich 2 grüne Blättchen. Wird wieder aufgefüllt. Der rechte Spieler. Ja, also ihr seht, man muss da schon genau überlegen, kann ich das Blättchen bezahlen und kann ich es denn auch anlegen und kann ich denn dann auch die Siegbedingungen, die Eigenschaften des Blättchens verwenden? So, was hat denn hier? Ja, der Spieler hat jetzt hier dieses weiße im Auge, weiße Blättchen, graue Blättchen im Auge, weil er dadurch eine recht interessante Eigenschaft bekommen könnte. Also weiß, waagrecht und senkrecht weiß, dann darf man sich mir das Blättchen nehmen und muss jetzt ein rotes bezahlen, ein blaues bezahlen und noch einen beliebigen Anhänger in der Farbe und dann nimmt er in einer Farbe und dann nimmt er halt noch ein blaues dazu. Dann darf er das Blättchen anlegen. Das kann er jetzt anlegen, weil ja hier unten mindestens ein weißes Blättchen liegt. Dadurch, dass er das jetzt erfolgreich anlegen konnte, kann er die Eigenschaft dieses Blättchens nutzen. Weiße Blättchen, die sogenannten Tempelblättchen, die sammelt man im Laufe des Spiels. Und derjenige, der nachher in seiner Welt die meisten
Tempelplättchen gesammelt hat, darf sich hier das eins dieser beiden, natürlich das höherwertigere Tempelplättchen, nehmen und kriegt dann die dementsprechenden Siegpunkte. Also der erste 7 Siegpunkte und der zweite noch 2 Siegpunkte. So, hier hatten wir ja extra jetzt uns ein grünes Plättchen organisiert und versuchen jetzt nochmal blau, dieses blaue Plättchen hier zu nehmen. Blau habe ich als eins von den unteren, sodass ich also anlegen kann. Ich kann auch jetzt hier oben dieses Plättchen bezahlen und als Eigenschaft liegt auch dann unterhalb dieses Plättchens ein grünes, sodass ich also auch die Siegpunkte am Ende des Spiels bekomme. Also dieses Plättchen nehme ich, waagrecht, senkrecht wieder die Anhänger drauf, nehme dieses Plättchen, zahle ein blaues. Ich nehme jetzt aber hier für die drei roten ein blaues. Immer im Hinterkopf, weil ich ja nur 10 Anhänger am Ende des Zuges benutzen, behalten darf. Also blau, grün und weiß. Und darf damit jetzt hier anlegen. Ja, und die Eigenschaft dieses Plättchens ist, wenn unterhalb von diesem blauen ein grünes liegt, das ist der Fall, dann kriege ich am Ende des Spiels 2 Siegpunkte. So, jetzt machen wir noch diesen hier. Ende dieser Runde. Und schau mal, was er so machen kann. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst dieses Plättchen, weil hier auch Siegpunkte drauf sind, nämlich 2 Stück. Ich schaue mal, ob ich das Plättchen bezahlen kann. Ja, das kann ich. Und nehme jetzt dieses Plättchen, das heißt, ich muss erstmal eins aufdecken. Ich lege jetzt hier senkrecht und waagrecht 2 rote hin, 2 rote Anhänger, weil ja hier ein rotes Plättchen ist. Ich darf das Plättchen jetzt nehmen, kriege jetzt hier diese Anhänger und muss jetzt ein rotes, ein grünes und ein gelbes bezahlen. Ich werde jetzt aus diesen 3 blauen ein rot machen, bezahle ein gelb und mache aus diesen 3 gelben ein grünes, sodass ich also mit Sicherheit da unter diese 10 Anhänger komme. Dann darf ich das hier anlegen. Ich darf es hier oben ja natürlich nicht anlegen, weil ich ja kein Rot hier habe, also links und rechts. Das wollte ich aber ganz bewusst machen. Jetzt muss ich auf dem Spielfeld aber, das muss ich vorher natürlich auch klären, ob das funktioniert, sofort 4 orangene Anhänger entfernen. Das kann ich. 1, 2, 3, 4. Und dadurch ist die Eigenschaft des Plättchens erfüllt. Ich konnte es richtig anlegen und kriege deswegen 2 Siegpunkte. Ja, das waren jetzt 5 Runden, die ich mal angespielt habe, um den Spielmechanismus zu erklären. Die Eigenschaften der Plättchen sind in der Spielanleitung eigentlich ganz gut erklärt. Ich werde das Spiel jetzt mal weiterspielen und am Ende des Spiels vor der Endwertung wieder einsteigen. Ich habe, wie schon angekündigt, das Spiel zu Ende gespielt. Jeder hat jetzt sich einen Götter
eine Gottheit ausgesucht. Der linke Spieler hat sich hier den hier ausgesucht, weil er dadurch am Ende des Spiels 3 Siegpunkte bekommt, wenn er die Mehrheit von gewerteten Bewässerungsanlagen hat. Das hat er. Und der andere Spieler hat sich diese Gottheit ausgesucht, weil er dadurch keine Minuspunkte bekommt für Plättchen, die sogenannten Wildnisplättchen. So, dann machen wir die Endwertung. Wir schauen jetzt, wie viele Siegpunkte hier jeder hat. Also wir schauen hier, das konnte er ja leider nicht erfüllen. Das hat er erfüllt. Er hat unterhalb dieses Plättchens ein grünes, also 2 Siegpunkte. Hier hat er waagrecht, senkrecht, insgesamt 3 blaue und oder grüne. Auch, also 2 und 4 Siegpunkte. Das hat er erfüllt, weil er 4 blaue weggeben konnte. 2, 4, 6. Minus 1 sind 5 für die Wildnis. Dann hat er hier unterhalb dieses ein grünes, sind also 8. Und die 3 für die Gottheit sind also 11 Siegpunkte. Der rechte Mitspieler hat hier 2 Siegpunkte für 2, 3 Siegpunkte, 4 Siegpunkte, 4 Siegpunkte, das hat er leider nicht erfüllen können, weil er muss hier, hätte hier jetzt mindestens weiß und grün haben. Das ist aber entweder rot oder blau, also hat er nicht erfüllt. Also nochmal 2, 3, 4, das hat er erfüllt, sind 7, das hat er nicht erfüllt, 7, also 8 Siegpunkte, sodass also der linke Spieler der Sieger dieses Spiels ist. Ja, das war Welten bauen, das Spiel Orbis aus dem Spes Cowboys Verlag im Vertrieb von Asmodee, die Messe Neuheit 2018. Spielemesse Neuheit 2018. Viel Spaß beim Spielen!